Moin, moin, Freunde. Bekanntlich hat alles ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ich fahre nicht auf einer Wurst und deshalb endet die Geschichte hier mit der Triumph Scrambler. Ich nehme jetzt gerade noch das letzte Video auf und ja, ich erzähle euch mal, wie das Motorrad so war übers Wochenende. Auf jeden Fall mein Fazit zu diesem Motorrad. 1200 Kubik sind gut, vor allem wenn sie verteilt sind auf zwei Zylinder. Also Hubraum ist da, Drehmoment ist da. Ich war auf jeden Fall positiv überrascht. Ich dachte eher, das ist so ein Cruiser, mit dem man gemütlich durch die Gegend fährt. Aber mit dem Teil kann man auch schon gut sportlich fahren auf jeden Fall. Anzug ist halt wirklich, das ist halt einfach brutal, um gemütlich von A nach B zu kommen. Mal von Ampel zu Ampel zu ballern, dafür ist das Ding einfach gemacht. Ich muss sagen, ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß gehabt übers Wochenende. Habe auch eine Odenwald-Tour gemacht und. Wenn man sich so eine Triumph mal im Store anschaut, also beim Händler, man sieht nicht, wie hochwertig das verbaut ist, wenn man da mal kurz drüber schaut. Wenn man das jetzt aber 1-2 Tage mal fährt und immer wieder mal beobachtet und anschaut, beziehungsweise unter die Lupe nimmt, da sieht man schon, da waren auf jeden Fall Profis am Werk. Aber, und jetzt kommt das Aber, da findet man aber auch Sachen, bei denen man sagen muss, nee, Junge, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Ah, komm, ich fahre hier kurz vorbei. Boah, dieses Ganze an der Ampel rumsteherei. Junge! Was war das denn? Zu blöd zum Schalten oder was? Ja, ich würde sagen, ich zeige euch die Sachen dann im Stehen. Da kann ich die vielleicht auch ein bisschen besser erklären. So, rundum, geiles Motorrad. Ist halt nicht ganz günstiger Spaß. Ich glaube, die hier kostet jetzt knapp 16.000 Euro. Ist für eine Zweizylindermaschine nicht wenig Geld. Aber die Verarbeitung ist halt schon, das ist eine andere Hausnummer. Auch überall diese hochwertigen Komponenten. Öl ins Fahrwerk, vorne, hinten. Brembo-Anlage, Radialbremspumpe, viel Aluminium verbaut. Es sieht einfach geil aus. Würde sie mir kaufen? Ja. Na, würde sie mir kaufen? Ganz ehrlich, wahrscheinlich nicht. Beziehungsweise, wenn ich Geld scheißen würde, würde ich sie mir kaufen. Aber einfach nur so als Spaßbike. Einfach nur, um von A nach B zu kommen. Auf entspannte Art und Weise. Na, der hat das Bike gefeiert auf jeden Fall. So, wenn ich nicht wüsste, wohin mit dem Geld, würde ich mir eine kaufen, einfach so, just for fun. Ist es mein Traumbike? Nein, ist es nicht. Es ist cool gemacht, es sieht gut aus, aber es ist auch ultra unpraktisch. Wenn ihr die vorherigen Videos geschaut habt mit der Triumph, dann werdet ihr gesehen haben, dass der Auspuff bzw. der Krümmer das ein oder andere Mal mir Probleme bereitet hat. Das ist so heiß, die Scheiße. Und wenn man das rechte Bein runternimmt, fackelt es dir den Oberschenkel ab, Alter. Ansonsten mit der kurzen Hose. Soll ich den Assi machen? Jo, ich mach ihn. Und wenn du das Teil mit einer kurzen Hose fahren willst, kannst du es direkt vergessen. Also da sind Verbrennungen vorprogrammiert. Du kannst dich nicht aufs rechte Bein stellen. An der Ampel oder so. Dein Sozius. Was ist deine Sozia? Sozius? Irgendwie sowas. Muss auf jeden Fall studiert haben, damit sie ganz genau weiß, wie sie den Fuß vom Krümmer wegplatziert. Ansonsten gibt es da auch heftigste Verbrennungen, weil der Hitzeschutz einfach gar nichts bringt. Aber man muss sagen, das sieht halt geil aus, ne? Ja, Überholmanöver gehen halt brutal mit dem Ding. Egal welcher Gang, dritter, vierter, fünfter Gang. Du gibst einfach kurz Gas und du bist einfach weg. Also das macht schon richtig Laune, vor allem auf der Landstraße. Ja, und das Motorrad soll ja auch fürs Gelände gemacht sein, ja, oder geländetauglich sein. Zumindest, warte mal, zumindest gibt es ein Offroad-Mapping. Und auch so von der Bauweise her ist es ja halt eine Scrambler, ne? Ein bisschen fürs Gelände gemacht.
meiner Meinung nach aber komplett untauglich. Du kannst damit vielleicht Schotterwege fahren und das war's. Weil im Gelände stehst du halt auch viel, also wenn du richtig Gelände fährst, das kannst du hier gar nicht. Sobald du dich hinstellst, du kannst das Motorrad nicht mit deinen Beinen halten. Weil normalerweise drückst du ja mit deinen Knien so dich am Tank fest, einfach für Stabilität und damit du das Motorrad besser unter Kontrolle hast. Und das ist hier halt einfach gar nicht möglich, weil du dir dann, weil du halt die ganze Zeit auf dem Krümmer bist. Beziehungsweise auf dem Hitzeschutz, aber der so heiß wie der Krümmer ist. Und Junge, Alter, das Ding geht so ab. Es ist halt wirklich, du hast praktisch gesehen sehr viel Einschränkungen. Die Optik soll es halt raushauen am Ende. Am Ende bleibt es natürlich Geschmackssache, wie alles andere auch. Wer auf jeden Fall ein Motorrad sucht mit viel Leistung, beziehungsweise viel Drehmoment, einen geilen Sound, brachialen Sound vor allem, wo du dir einfach denkst so, boah, Alter, wenn du hier Gas gibst, das Ding, es zieht dir die Unterhose aus. Was an sich nicht so praktisch ist, wenn man Motorrad fährt, aber es ist halt auch irgendwie geil. Und was mache ich hier, Alter? Ich fahre hier einfach im Kreis wie so ein Behinderter. Ich suche gerade eine Stelle, wo ich euch das zeigen kann. Ja, komm, ich mache das hier kurz auf dem Lidl-Parkplatz. Also Leistung ist auf jeden Fall genug da, auch um den einen oder anderen beabsichtigt oder nicht beabsichtigten Wheelie zu machen. Das Ding geht, also im ersten und zweiten Gang geht die auf jeden Fall hoch, aber das ist natürlich nichts für schwache Nerven. Und hier seht ihr halt nochmal die Verarbeitung. Es ist halt wirklich brutal. Hier gebürstetes Aluminium, Edelstahl, gebürstetes Aluminium, Tankdeckel. Guckt euch das mal an, wie fancy. Zack, dann auch hier. Also das Design ist halt wirklich einfach schlüssig. Aluschwinge, Öllins, LED-Blinker auf Retro gemacht. Und hier, das wird bullenheiß. Und wenn du hier sitzt, dein Bein geht einfach hier die ganze Zeit runter. Beziehungsweise beim Fahren geht's. Aber wenn du das Bein, wenn du dein Bein runterstellst, musst du wirklich dein Bein so ganz behindert wegdrücken. Also das ist ultra unpraktisch, vor allem in der Stadt. Klar, auf der Landstraße, du fährst einfach, das juckt nicht. Alles schön gemacht, alles aus Metall, alles aus Aluminium, vieles aus Aluminium und und. Und am Ende, gibt es dann sowas. Das Lenkradschloss. Einfach mit so einem Plastikdeckel. Was ist das, Junge? Wie scheiße sieht das denn aus? Hier, fahrt einmal hier rüber. Guckt euch das alles an. Und dann... Was ist das? Man hätte das irgendwie einarbeiten können. Und dann hier mit so einem, mit so einer Alu-Optik, so was man rüber, was man dann einfach rüberschiebt oder so. Das hätte einfach viel gerettet. Also das hier, jedes Mal, wenn ich das Ding abgestellt habe, das Lenkradschloss rausgenommen habe oder wenn ich es abgestellt habe und das Lenkradschloss reingemacht habe, da habe ich immer so, fand ich immer so ein bisschen, ein bisschen ekelhaft irgendwie. Uah, da kriegst du voll den Brechreiz. Hat mich ein bisschen angewidert, um ehrlich zu sein. So Spiegel, Scheinwerfer, das ist alles schlüssig, das passt alles. Aber hier, da haben sie reingeschissen. Also Minuspunkte gibt es auf jeden Fall wegen dem Zündschloss und wegen der Auspuffanlage, wie die halt platziert ist. Ist halt eine Scrambler, ist eine Optiksache. Wenn man die Leistung haben will und die Drehmoment-Power und so, dann würde ich auf jeden Fall die Speedtwin empfehlen. Die ist ein bisschen stärker, hat ein bisschen mehr PS und ein bisschen mehr Newtonmeter Drehmoment. Ich glaube 5 Newtonmeter Drehmoment mehr, ansonsten gleicher Motor etc. Ich glaube, das wäre dann die vernünftigere Alternative, würde ich jetzt mal sagen. Die gute Stute wird jetzt zurückgebracht in ihren Stall. Und dann würde ich sagen, danke dir für die Zeit. Du hast gut auf mich aufgepasst, Baby. Mach's gut. Ja, ich würde dann sagen, ich verabscheue mich. Ihr verabscheut mich. Hä? Ich würde sagen, ich verabscheue mich. Wir sehen uns im nächsten Video. Abonniert den Kanal. Lasst Liebe da, lasst ein Like da. Und ansonsten würde ich sagen, passt auf euch auf, meine Kinder. Peace out. Hey, hey, ist alles gut. Für mich war es auch eines der schönsten Wochenenden, die ich je hatte. Aber du wusstest von Anfang an, dass ich noch eine andere habe. Und was? Entspann dich mal. Du wusstest von Anfang an, ich habe eine andere. Ja, ja, ist doch gut. Natürlich habe ich dich geliebt. Wie ich alle liebe. Aber wir beide wussten, dass es nur temporär ist. Ich bring dich jetzt einfach wieder zurück in deinen Stall. Was? Ja, ich komm dich besuchen. Entspann dich mal. Alter Schwede, Mann. Danke, dass du auf mich aufgepasst hast. Oh, du kleine süße Maus, du. Also, jetzt hör auf rumzuzicken und dann komm ich dich regelmäßig besuchen. Okay?